Hier sind nun eine Kapazität, ein Kondensator und ein Widerstand parallel mit einer gemeinsamen Spannungsquelle. Der Widerstand hat 10 Ohm, Frequenz sind 100 Hertz, die Kapazität sind 106,1 Mikrofarad und die angelegte Spannung hat 10 Volt. Nun, wir gucken uns zunächst mal hier den Blindwiderstand an. Das sind minus 15 Ohm und damit können wir jetzt arbeiten und den Strombetrag ausrechnen, der durch den Widerstand durchgeht. Die Stromstärke, das sind dann nämlich U durch R, also gleich 10 Volt durch 10 Ohm. Das muss man nicht so ausführlich machen, das ist 1 Ampere. Wir haben die Stromstärke durch den Kondensator, das ist U durch 1 durch Omega C. Der Betrag ist hier zu nehmen von XC und dann sind das 10 Volt durch 15 Ohm und das sind dann 0,6667 Ampere und insgesamt haben wir I Gesamt Betrag gleich Wurzel, da die beiden senkrecht aufeinander stehen, was wir gleich noch sehen werden. IR Betragsquadrat plus IC Betragsquadrat gleich Wurzel 1. Das brauchen wir nicht. Können wir quadrieren, müssen wir aber nicht, weil es das gleiche bleibt. 7 Quadrat Ampere und der Taschenrechner liefert dann zunächst mal 4 Neuntel, aber 1,444 Wurzel raus, Ampere gleich 1,202 Ampere. So, das Zeigerdiagramm. Ich nehme wieder den Maßstab. Ja, da müssen wir von 0,2 Ampere pro Zentimeter. So. Realteil des Stromes durch Ampere J, Imaginärteil des Stromes durch Ampere 0, 0,2, 0,4, 6, 8, 1, J, 0,2, J, 0,4. So, dann hatten wir schon mal ausgerechnet, dass der Strom durch die Stromstärke des Stromes durch den Widerstand 1 Ampere ist. Das finden wir also, wenn wir hier bis zu 5 Volt antragen. Bis zu 5 cm antragen, also IR. Und dann müssen wir 0,667, also das Ganze 3,333 cm nach oben. IC und dazwischen haben wir dann den Gesamtstrom, I Gesamt. Und der hat hier eine Länge von 5,8, naja, 6 cm, doch 6 cm. I Gesamt gleich 6 cm. Machen wir noch Betragsstriche drum. Durch 5 cm sind 1 Ampere, macht also 1,2 Ampere. Wir brauchen noch den Phasenwinkel. Was das brauchen? Wir können noch ausrechnen den Phasenwinkel. Da kommen wir hier auf 34 Grad. Phi gleich minus 34 Grad. Okay, das war die Parallelschaltung. Komplexe Rechnung macht hier keinen Sinn. Da das so einfach war, dass hier nur ein paar J's eingestreut werden würden.